Hallo meine Lieben, hier ist Alexandra von Pinselschere & Co. aus Hamburg. Ja, wenn ihr dieses Video seht, dann sind wir auf dem Weg nach Hause, dann haben wir Onstage und Wien hinter uns gelassen. Jetzt, da ich das Video drehe, stehe ich noch vor diesem Urlaub, aber es ist die letzte Amtshandlung, die ich jetzt tue, zumindest in Sachen Videodreh. Ich schneide morgen noch Videos und schreibe die Blogbeiträge, aber ihr seht hier meine Teamswaps. Die sind jetzt natürlich, wenn ihr das Video seht, schon verteilt. Und ich habe kleine Verpackungen gebastelt, so Schiebeverpackungen. Und da erzähle ich euch auch gleich noch ein bisschen was dazu. Da verbergen sich nämlich ein paar Kerzen drin, aber das ist nicht alles. Und wenn ihr wissen möchtet, wie ich die gebastelt habe, dann bleibt doch einfach dran. Es geht gleich los. Okay, mir fällt gerade ein, ich habe mir noch eine Schablone gemacht, aber die ist weg. Müssen wir gleich nochmal machen. Wie gesagt, es geht um diese Verpackung und wir fangen einfach mal an. Ich habe mich hier bedient des Designerpapiers Sonnendruck, weil ich nicht so ganz der Blautyp bin. Aber hier passt das dezent ganz gut, vor allen Dingen von der Rückseite. Und ich habe kombiniert Marineblau dazu. Ich war auch in der glücklichen Lage, dass ich noch ausreichend Marineblau hatte. Wir brauchen nämlich einen 12x12 Bogen. Ich lege das mal beiseite. Und diesen 12x12 Bogen, den kürzen wir uns ein auf 22x22 cm. Ja, ist jetzt das Doofe, es fehlt halt ein Zentimeter, und dann sonst hätten wir mit DIN A4 weiterarbeiten können. Aber bei der speziellen Verpackung mit den Maßen passt es nicht so. Ich habe euch auch wieder ein Template gemacht, und zwar für die Box und auch für die Manschette. Die Manschette ist eigentlich selbsterklärend, aber ich hatte hier noch ein bisschen Platz drauf. Und zwar, wie gesagt, ich arbeite jetzt, weil ich kein Marineblau mehr hatte, einfach in Granit weiter. Dann seht ihr die Falzlinien auch ein bisschen besser zugeschnitten auf 22x22 cm. Und wir können ausnahmsweise mal mit dem Simply Scored Falzbrett mit der metrischen Auflage arbeiten. Bei solchen Boxen mache ich das wirklich ganz gerne mit dem Falzbrett, und zur Not gehe ich halt auf Inchmaße. Aber hier passt das, weil wir gerade Zentimetermaße haben. Ich mag die Zentimeterauflage nämlich eigentlich nicht so gerne, weil wir können da nicht so genau mit arbeiten. Ihr seht, wie die eingeteilt ist, mal so mit ganzen Zentimetern. Hier ist es irgendwie so mit halben Zentimetern für Rosetten oder so. Aber wenn, dann arbeite ich lieber mit Inch. Aber wir können heute mit der Zentimeterauflage arbeiten. Wir falzen nämlich an allen vier Seiten zunächst erstmal. Es mag erstmal verwirrend sein, aber guckt einfach mal zu, wie ich es mache. Wir falzen bei allen Seiten erstmal bei 1, 3, 4 und 6, die 5 cm, und die 17 habe ich ein bisschen runtergesetzt, weil da kümmern wir uns gleich drum. Also wir kümmern uns um 1, 3, 4 und 6 auf allen vier Seiten. Noch ein kleiner Tipp, ich bin hin und wieder mal abgerutscht, aber ich habe auch 12 dieser Sachen gemacht. Wenn ihr mit diesem Falzstift arbeitet, also ich arbeite jetzt in diesem Fall gerne mit der kleinen Kugel, und setzt sie nicht so steif an oder so hoch an, sondern setzt sie mehr flach an. Ich habe jetzt hier einen Winkel unter 45 Grad, vielleicht bei 25, 30 Grad, und zieht den Stift entlang der Nut. Dann rutscht ihr da auch nicht ab. Also 1, 3, immer schön ziehen, flach ansetzen, nicht so steif hoch ansetzen. 1, 3, 4 und 6. Weil ich nämlich den Rahmen 2 cm hoch gebastelt habe und aber nur 1 cm breit. Deswegen sind diese nicht gleichen Abständen. Ich habe erst den Rahmen auch mit 2 cm gebastelt, das war aber zu viel. Also, und dann drehen wir das Ganze um 90 Grad und falzen, wie gesagt, alle, huch, da, bums, abgerutscht, ne? Also, ziehen, flach ansetzen und ziehen. 1, 3, 4 und 6, man sollte nicht quatschen, bisschen Konzentration. Also 1, 3, 4 und 6 und noch ein letztes Mal. 1, 3, 4 und 6. So, jetzt sind alle Seiten gleich. Das ist ein quadratisches Konstrukt. Deswegen ist es jetzt relativ egal, wo wir anfangen. Also, ich falze jetzt hier mal. Ich fange mal hier an.
Und zwar, ich lege mir das jetzt so hin. Wir haben hier diese Diagonalen, das ist nachher so, dass es wirklich einen schönen Abschluss ergibt. Und jetzt haben wir hier bei 7 cm und bei 15 cm, wo wir nur bis zur zweiten Querfalz eine Falz ziehen. Also bei 7. Und wir stoppen bei der zweiten Querfalz. Nicht darüber, das sieht unschön aus. Also, und bei 15 bis zur zweiten Querfalz. Jetzt drehen wir das Blatt um 180 Grad. Wir haben hier gerade gefalzt. Wir können hier schlecht durchziehen, deswegen müssen wir es einmal umdrehen. Legen es wieder an, bei 7, also an der gegenüberliegenden Seite, wieder bis zur zweiten Querfalz. Und bei 15 auch bis zur zweiten Querfalz. Jetzt muss ich einmal ganz kurz in mich gehen, dass wir das hier auch noch hinkriegen. Jetzt drehe ich das Ganze um 90 Grad. Die Falze, die wir eben gezogen haben, liegen jetzt hier an den Seiten. Und jetzt gehe ich noch einmal hier bei diesem geraden Abschnitt und falze mir bei 5 und bei 17, und zwar in diesem vierten Quadrat. Also 5, wir können flach ansetzen und ziehen, das ist nicht das Problem, das wird eh weggeschnitten. Und hier in diesem letzten Quadrat, da ziehe ich mir die Falzlinie ein bisschen stärker. Das gleiche bei 17, um die Spur zu halten, und im letzten ein bisschen stärker. Also hier, ne? Drehe das Ganze wieder um 180 Grad und auch an der gegenüberliegenden Seite gehe ich jetzt wieder bei 5. Schwach runter, damit ich die Spur halte, und markiere mir hier stark das letzte Quadrat in der Hälfte. Und hier bei 17 auch noch einmal. Das war an Falzarbeit erstmal alles. Jetzt wird geschnitten und jetzt müssen wir aufpassen. Ich hoffe, ich kriege das noch so hin. So. Ich habe jetzt hier die Falzlinien, die bis zur zweiten Querfalz gehen, die wir zuerst gezogen haben. Die schneiden wir auch gleich ein. Ich gehe aber erstmal in das Feld daneben. Hier ist diese. Ich gehe aber erstmal in das Feld daneben und schneide ein. Genau. Konzentriert. Einmal noch konzentrieren. Ich hätte das vielleicht gleich abdrehen sollen. Bis zu dieser letzten Querfalz. Und das mache ich dann in dem nächsten Feld auch. Es geht mir nämlich darum, ich schneide diese Seite hier weg. Dass das Teilchen erst einmal stehen bleibt. Das ist wichtig, weil das gleich umgeschlagen wird, damit wir ein bisschen Stabilität reinkriegen. Dann haben wir hier diese verkürzte Falz bis zur zweiten Querfalz, die schneiden wir auch ein. Ich schneide das mal einmal weg, damit ihr das verdeutlicht seht. Und dann entsteht hier ein Quadrat und das schneide ich diagonal weg. Mit Augenmaß. Und hier an dem Stück schneide ich mal nochmal so 2 cm, kürze ich mir diese Lasche ein. Dann, damit sie nachher auch ja nicht übersteht oder sichtbar ist. Das ist das, was wir an allen 4 Ecken machen. Wichtig ist, und deswegen fange ich immer damit an, genau, ich nehme mir diese Falzen, die bloß bis zur zweiten gehen, als Anhaltspunkt und nehme die Falz daneben und schneide die komplett ein, damit ich ja mich hier bei diesen Umschlaglaschen gleich, ihr werdet gleich sehen, wofür die da sind, nicht verschnippel. Die hatte ich nämlich in meiner ursprünglichen Box nicht, in meinem Prototypen, und dann sahen die Ecken unschön aus. Ist das das? Nee, hier habe ich schon gemacht. Aber in dem ursprünglichen Prototyp waren dann die Ecken hier manchmal offen. Und das war nicht schön, deswegen habe ich es hier geschlossen. Wenn man das aus Designerpapier falzt, kann man da vielleicht auch drauf verzichten. Aber ich habe festgestellt, aus Farbkarton ist es besser, wenn man diesen Umschlag, diese Löchlein hier noch hat. So, auch hier wird wieder bis zur zweiten Querfalz eingeschnitten und dann hier die Diagonale rausgeschnitten.
und diese Lasche ein bisschen eingekürzt. Okay, hier ist die bis zur zweiten Querfalz. Dann nehmen wir die daneben zum Einschneiden. Also das ist jetzt auch was, wo man wirklich konzentriert einmal arbeiten muss, damit man sich da nicht verschnippelt. Aber glaubt mir, wenn ihr 12 dieser Boxen gemacht habt, ist das schon mit drinne. Nur wenn man dann einen Tag dazwischen nochmal frei hatte. Oder zwei. Und sich dann ranmacht, dann wird es nochmal schwierig. Ich hoffe, ich nehme auf, ja. Das wäre jetzt ungünstig gewesen, weil ich habe nicht mehr so viel von dem Farbkarton in 12x12. Wieder aufpassen, hier sitzt die Falz bis zur zweiten. Und daneben schneiden wir ein. Bastelt die Box vielleicht einmal aus Farbkarton, wenn ihr noch irgendwie einen Rest rumfliegen habt, dass ihr einmal seht, ah ja, so und so funktioniert das und dann geht es nachher richtig los. Oder eben sehr konzentriert hier arbeiten. Hier das schräg raus. Ich habe alle eingekürzt, super. Und dann sieht das so aus, wie auch hier. Das ist natürlich skaliert in der Größe, das ist nicht in der Originalgröße abgebildet. Und jetzt haben wir das Schlimmste geschafft. Ich werde jetzt alle Falzlinien einmal schön durchfalzen. Hier, wo ich mich einmal verfalzt habe, das ist nicht schlimm, weil das verschwindet eh gleich, weil das an der äußersten war hier, das verschwindet ohnehin gleich. Jetzt brauchen wir Klebemittel. Ich drehe das Ganze um. Das ist die schöne Seite, also das, was außen liegt. Nehmen wir Abreißklebeband. Und gehe einmal hier auf die äußersten Laschen reinrum. Muss ich einmal ganz kurz gucken. Genau. Wir bleiben auf dieser Seite und jetzt auf diesen ersten Abschnitt nochmal. Also nicht auf das Äußerste, sondern hier auf diesen innenliegenden Abschnitt nochmal Klebemittel. Quatsch, nicht dahin, dahin, umdrehen und jetzt hier bei den Umschlägen außen. So sieht das Ganze aus. Hier auf der Innenseite der Box, es wird gleich so eingeschlagen. Hier diese kleinen und ansonsten das Klebemittel auf der Außenseite. Und es wird jetzt eingeschlagen, das heißt, und ich hoffe, ich komme gut hin. Ich bin nicht immer optimal hingekommen, aber das ist, wenn du 12-seitige Dinger machst, da ist man manchmal auch ein bisschen schnell dabei. Ich ziehe mir jetzt erstmal überall das Klebemittel ab. Wenn ihr eine Papierunterlage habt, solltet ihr das erstmal nicht machen, weil es kann sein, dass es dann daran festklebt. Ich habe jetzt hier so eine Kunststoffoberfläche. Da ist es nicht so schlimm, wenn es ein bisschen anwappt. Wenn ihr hier ein bisschen überstehendes Klebemittel habt, ist das nicht schlimm. Ihr zieht die Folie ab und das, was übersteht, klappt ihr einfach zum Klebemittel hin um. Dann habt ihr hier eine saubere Kante. Oder ihr nehmt ein bisschen Flüssigkleber. So, ein bisschen umklappen. Jetzt ist das Ganze ganz schön klebrig. Aber das klappt. Und jetzt fange ich an mit den Seiten, wo nichts angeschrägt ist. Das sind hier die angeschrägten, sondern ich fange mit denen an. Ich klappe mir einmal die äußerste Kante zur innersten Falzlinie
und klappe das ganze Konstrukt um. Dann sehe ich nämlich auch, ob ich gut gefalzt habe. Dann entsteht hier dieser Rahmen. Dieses hier. Und da klappe ich dann gleich das hier um. Dass es hier geschlossen ist, deswegen brauchten wir auch hier Klebemittel. Das gibt dem Ganzen ein bisschen Stabilität. Das machen wir auf der gegenüberliegenden Seite auch. Einmal einschlagen. So, jetzt stelle ich mir das auf. Setze hier meine Umschläge rum. Und jetzt, ups, hier seht ihr das, hier klebt es am Papier. Jetzt klappe ich das ein. Das ist jetzt ein bisschen fummelig. Aber auch das bekommt ihr hin. Achtet darauf, dass die Ecken hier gut eingeschlagen sind. Hier ist es jetzt auch nicht ganz optimal getroffen, aber das ist nicht schlimm. Deswegen, es ist ja auch immer noch selbst gemacht. Ne? Das müssen wir uns auch immer noch vor Augen halten. So, ich klappe mir das wieder zur Falzlinie um. Die Ecken, die öffnen sich manchmal noch so ein bisschen, dass das wegklappt. Da nehme ich mir ein bisschen Flüssigkleber, hier genau auf diese eine Ecke, ein bisschen Flüssigkleber drauf, auf die innenliegende, und dann schiebe ich mir den Rahmen da drüber und fixiere das einmal an dieser Stelle. Moment festhalten. Jetzt haben wir was vergessen. Weil ich habe ja noch einen kleinen Kniff drin. Wie gut, da nutzt mir jetzt Schablone, hätte mir da jetzt auch nichts genutzt. Das ist, wenn man es nicht gleich abfilmt. Ich mache hier erstmal die Ecken dicht. Mit einem kleinen Klecks. Aber wir können da jetzt auch noch gut nacharbeiten. Das kriegen wir hin. Nicht zu doll drücken, dass das hier, das ist schon auch noch ein bisschen fragil. Aber jetzt haben wir zumindest unseren Rahmen schon mal fertig. Und ich habe mir nämlich auch was dabei gedacht. Also, ich habe ja hier die Kerzen drin und ihr seht, ich habe hier hinten noch ein Bänzle mit dran. Weil ich dann nämlich den Mädels eine kleine Anleitung mit auf den Weg gebe, damit sie auch ein bisschen länger davon haben. Können Sie sich nämlich dann dieses Motiv hier, das ist mit Mini-Dimensionals aufgesetzt, das können Sie sich ablösen, das kriegt man hin. Zur Not geht man mit einer Schere dahinter und können sich dieses Motiv dann mit Dimensionals hier reinsetzen und haben einen Bilderrahmen. Und damit man den auch aufhängen kann, habe ich halt schon dieses Band reingetüdelt. Das heißt, wir müssen da ja natürlich auch noch ein Löchlein mit reinbringen. Die Kerzen packe ich hier mal wieder rein. Das sind Duftkerzen. Lass mal die Seele baumeln. Manchmal ist das Produktivste eine kleine Pause. Wie schön jetzt im Winter ein Buch, eine Kuscheldecke, ein Tee, eine schöne Kerze an. Das passt doch zur Jahreszeit, finde ich. Und deswegen kümmern wir uns jetzt um das Löchlein. Ich habe hier drin ein Maß von, das müssten 10 mal 10 sein. Nee, nicht ganz. 8 mal 8. Genau, 8 mal 8. Das heißt, ich nehme mir ein Stück von dem Papier auf 8 cm. Und da setze ich mir jetzt, also wir haben ja 8 und ich möchte 2 cm runter. Ich ziehe mir mal eine Falzlinie bei 2 cm. Ich muss halt ein bisschen jetzt umdenken, aber egal. Dann setze ich mir mein Geodreieck an und dann von der Mitte her bei 2 cm kommt das hin. Ups, das ist natürlich, wenn man es ausschüttet. Nee, bei 1,5. Okay, nochmal Kommando zurück. 1,5, weil wir haben ja jetzt noch den Rahmen mit dabei. Also
4. Bei 1,5. Es ist jetzt nicht so millimetergenau, ne? Aber wir wollen es ja schon vernünftig machen. Das Teil kann ich normal lochen mit meiner Zange, wenn ich sie dann habe, hier. Da komme ich hin. Bei der Box komme ich aber auch, wenn sie noch nicht zusammengesetzt ist, nicht hin mit der Zange, mit keiner meiner Zangen. Beziehungsweise ich komme hin mit meiner langen, mit meiner Bitbite, mit der Crocodile, die mit der langen. Aber die hat nicht jeder zu Hause und das ist auch Blödsinn. Ich setze mir das hier einmal an. So, markiere mir meine Löchlein. Jetzt kriege ich es nicht wieder raus. Fummelkram. Ich habe ja hier meinen süßen Bastelhammer und das ist ja ein Multifunktionswerkzeug. Es gibt die auch, da habe ich die auch diese kleine Matte mit her, das ist so eine selbstheilende Matte. Es gibt das auch weniger fancy, das ist ein Eyelet-Werkzeug und das ist in diesem Hammer, den findet ihr meines Erachtens auch auf meiner Favoritenseite. Da ist hier auch nochmal so eine Kugel mit dran. Aber wenn man hier hinten aufschraubt, hat man so ein Eyelet, also so ein Lochwerkzeug. Und das setze ich einfach an. Vorsicht, jetzt wird es einmal kurz laut und loch da durch. Und dann ist es wieder ein kleiner, süßer, harmloser Hammer. Und wir haben hier unsere Löchlein drin. An einer scheinbar unzugänglichen Stelle. Da ziehe ich mir jetzt auch noch ein Band mit durch. Das wird der Swap sein, der bei mir bleibt. Die anderen, die 12 habe ich ja fertig. Dass der Knoten innenliegend ist. So, und da kann ich mir dann die Teelichte reinpacken. Ich kann mir auch nochmal 4 holen. Hier in der Packung, das kann ich euch auch in der Infobox nochmal verlinken. Da sind 48 Stück drin. Ich hätte nur eine Packung gebraucht, aber das wusste ich nicht, als ich die bestellt habe, dass ich nur 12 Swaps bastle. Und jetzt bastle ich ja auch noch einen 13. Und eins war auch beschädigt, deswegen... Das ist schon offen. Den Rest verbrate ich über den Winter. Und jetzt packe ich das so rein, dass dieses Knötchen da auch verschwindet. Das ist die Box, ihr seht, passt genau für die 4 Teelichte. Ich denke mal doch, dass sie ein Standardmaß haben. Dann brauchen wir natürlich noch eine Manschette, da habe ich euch die Maße auch mit aufgeschrieben. 10,1 cm mal 25,5. Und jetzt nehme ich mir den Papierschneider, weil wir brauchen ein bisschen krumme Maße. Wir falzen erst bei 1 cm unsere Klebelasche, das kennt ihr schon. Dann drehe ich das Ganze um, dass die 1 cm hier drüben liegt. Und dann geht es weiter bei 3,2, 13,3 und 15,5 und auf 25,5 ist es geschnitten. Ich schräge mir meine Klebelasche an, bringe mir da auch schon einmal Klebemittel mit auf. Alle Falzlinien wieder gut durchfalzen. Jetzt lege ich mir das rum. Die Falzlinie, das ist jetzt hier quasi oben, die Falzlinie,
schlägt da ein, ich lege das rum und dann sollte das genau hinkommen. Wenn es bei euch nicht ganz genau hinkommt, dann schneidet nochmal einen Millimeter ab. Ich könnte hier glatt nochmal einen Millimeter abschneiden, weil ich binde es dann nicht ganz so straff rum. Aber auch nicht so, dass es runterrutscht, ne? So, fertig. Jetzt muss ich nochmal gucken. Da. Das ist natürlich, wenn man das dann umpackt. Dann habe ich ein kleines Kärtchen gebastelt für innen. Das ist 15 cm mal 7,5 gefaltet bei 7,5. Also ihr könnt auch ein 3x3-Inch-Kärtchen basteln. Ich habe einen Aufleger in dem Designerpapier in 7x7. Wir kolorieren auch gleich nochmal ein Stück, aber dann habe ich das schon mal mit fertig. Da kann man dann in 7x7 auch noch ein innenliegendes Kärtchen setzen. Da habe ich ja, wo habe ich denn jetzt hier meine Kärtchen eigentlich hin? Da habe ich ja nochmal ausgedruckt für Onstage die kleine Anleitung und dass das ein Onstage-Swap ist. Das passt optimal da oben mit rein. Kann ich das hier nämlich schon mal zuschieben. Dann habe ich mir aus den Basics mit Pep ein Fähnchen ausgestanzt. In Marineblau. Und dann habe ich auch noch ein Quadrat und einen Kreis. Und dann hole ich mir das Stempelset dazu. Ein bisschen kolorieren wir nämlich auch noch. Entspannte Momente. Da haben wir das mit dem. Manchmal ist das Produktivste eine kleine Pause. Da nehme ich mir dann das Stempelkissen Marineblau mit dazu. Ich hoffe, dass ich das jetzt hier gut positioniert bekomme. Ja, ich habe es nämlich ursprünglich erst gestempelt und dann gestanzt. Das kann ich auch nochmal aufkleben. Huch, ich habe es hier die falsche Seite erwischt, das ist aber nicht schlimm, das bleibt ja mein Swap. Und dann ist das Kärtchen für innen schon fertig. Hier arbeite ich nicht in 3D, damit das hier noch zugeht. Aber es ist jetzt auch wie ein Deckel zu. Dann habe ich in 8,5 x 8,5 den Farbkarton in Marineblau. Den klebe ich flach auf. Weil ablösen sollen sie sich ja dann nur das Motivkärtchen. Da habe ich ja hier mein, auch mit den Basics mit Pep, das Quadrat ausgestanzt. Da kommt jetzt noch das Motiv drauf. Da habe ich mir hier die Dame, die sich eingekuschelt hat mit ihrem Hund und einer Tasse Tee und einem Buch genommen, weil dieses Motiv strahlt für mich so viel Ruhe aus. Das werde ich in Alkoholfarben kolorieren und da lasse ich euch den Zeitraffer laufen. Also wichtig, Memento Stempelkissen, das ist die wasserlösliche Farbe, weil wir mit Alkoholmarkern, mit einer permanenten Tinte kolorieren. Ich habe hier meine Farben und dann geht's los. Vielleicht ganz kurz noch, bevor ich den Zeitraffer laufen lasse. Das ist jetzt das helle Aquamarin und ich gehe einmal, das kann man auch im letzten Schritt machen, einmal um das komplette Motiv herum mit dem hellen Aquamarin. Das wird auch gleich noch ein bisschen heller werden, wenn es getrocknet ist. Aber das Schöne ist, dadurch entsteht so nochmal ein bisschen Tiefe in dem Bild. Das ist dann nicht ganz so plakativ, das ist nochmal wie so ein Schatten gesetzt. Einfach ein bisschen Tiefe. Und jetzt geht's los mit Kolorieren.
Und zum Schluss jetzt noch dieses wunderschöne dunkle Chili-Rot. Das bringt nochmal so richtig Gemütlichkeit rein. Ich selber habe auch so eine rote Decke, so eine dunkelrote Decke. Und dann ist das einmal fertig koloriert. Ich mache das total gerne und ich konnte da auch gar nicht mehr aufhören. Ich konnte ja Gott sei Dank 12 Stück machen. Und das Ganze, da habe ich noch einen Spruch, lass mal die Seele baumeln. Das habe ich aus dem Stempelset Garten Eden. Da habe ich mir ein kleines Fähnchen geschnitten, beziehungsweise gestanzt. Das ist 1,3 cm hoch, dann in Weiß da drauf embossed. Da kommt jetzt noch ein Leinenfädchen mit dran. Ich hoffe, meine Speicherkarte macht noch mit, weil ich heute so viele Videos schon in den Kasten gebracht habe. Damit ihr ja auch bei 12 Tage Weihnachten in der Woche versorgt seid, versorgt wart. Nur den Online-Workshop, den habe ich noch nicht geschafft. Aber man muss sich ja auch noch Aufgaben lassen. Und es bringt ja jetzt nichts, auch um es noch zu schaffen, irgendwas hinzuklatschen, was nicht richtig funktioniert. Und ich bin ja auch urlaubsreif, das muss ich euch ganz ehrlich auch sagen. Ich bin durch. Ich freue mich jetzt auf die Zeit. Und wie gesagt, wenn ihr das Video seht, sind wir ja schon wieder auf dem Weg nach Hause, hoffentlich gesund und erholt und mit vielen tollen neuen Ideen und Inspirationen und hoffentlich nicht ganz so viel spinnerten Ideen. Wenn man dann so übermotiviert zurückkommt, das ist dann manchmal bei mir auch etwas schwierig. Obwohl ich die Motivation sehr, sehr, sehr genieße bei Onstage. Man kriegt dann schon so einen Schub nochmal mit. Und das hat uns ja die letzten Jahre auch gefehlt. Aber ich kann mich ja über Langeweile auch nicht beklagen, ne? Und über den Ideen auch nicht. Das setze ich mir jetzt einmal mit Dimensionals hier auf. Über die Füße rüber, das ist nicht schlimm. Weil das soll ja dann nachher auch, ich nehme das nochmal raus, dass man sich das so in den Rahmen reinsetzen kann mit Dimensionals. Das Bändchen verschwindet ja, weil das ja nach hinten durchgezogen wird. Und dann hat man da nochmal einen Rahmen. Bei denen ist es ja auch in Blau, dann ist der Kontrast nochmal ein bisschen stärker als bei diesem hier. So, jetzt zum wievielten Mal räume ich jetzt die Kerzen wieder ein. Nicht auf den Knoten, weil dann wird es zu hoch. Das Kärtchen. Das. Und ich setze auch auf dieses Motivkärtchen, wie gesagt, nur diese Mini-Dimensionals, damit man das auch anlösen kann. Beziehungsweise mit einem Cuttermesser kann man das dann auch aufschneiden. Und dann hat man, wenn die Kerzen runtergebrannt sind, auch noch eine bleibende Erinnerung, die man sich irgendwie an die Schreibtischlampe hängen kann oder an den Schreibtisch. Damit man das ja nicht vergisst. Und das ist mein Team-Swap. Allgemeine Swaps habe ich leider nicht noch geschafft, aber der Team-Swap, das war mir wichtig, dass wir da innerhalb des Teams swappen. Und das ist auch immer dann ein bisschen ein aufwendigerer. Und in diesem Fall ist es mal ausnahmsweise bei mir sogar eine Verpackung, weil sonst bastel ich nur Karten. Und damit verabschiede ich mich von euch, wünsche euch eine schöne Zeit, bleibt gesund und kreativ und bis bald wieder hier auf dem Kanal. Ab dieser Woche bin ich dann auch wieder da. Macht's gut und tschüss aus Hamburg. Tschüss. Wicked Johnny.